Hi, hi. Also, ich fange jetzt gleich mal mit dem ersten Lifehack an. Ein Lifehack, wo man schauen kann, ob eure Haare trocken und porös sind oder ob sie feucht und dafür gut sind. Und widerstandsfähig, genau. Ja. Der Wasser. Ja. Sinktest. Okay. Okay. Wie geht der? Ihr braucht eine Haarsträhne. Ihr könnt die abschneiden oder einfach rausziehen. Es muss einfach eine Haarsträhne sein. Okay. Hier, ich habe sogar zwei rausgerissen. Sieht man das? Nein. Nee. Okay. Aber, Moment, ich gehe jetzt nah an sich hin. Und ich nehme jetzt einfach mal so. So, Millet schneidet jetzt drei kleine Haare rein. Ich weiß gar nicht, ob ihr seht, das sind drei Haare im Glas. Ja, man sieht es nicht. Also die gehen schon langsam unter. Ja, man sieht es. Aber die sind eigentlich oben. So, da müsst ihr jetzt drei bis vier Minuten warten. Und wenn sie oben schwimmen, ist es ein gutes Zeichen. Und wenn sie untergehen, dann sind sie porös, dann dringt Wasser ein und dann gehen sie unter. Ja, während wir warten, zeige ich euch jetzt einen kleinen Trick mit Luftballons. Boah, geht die schwer aufzublasen. Ich habe Angst vor Luftballons. Ich habe immer so Angst, dass sie platzen. Okay. Oh ne, das. Nee. Kerze. Also, ich denke, jedem dürfte klar sein, was passiert. Ah! Oder? Komm her. Nein. Komm, zeig dich wenigstens hier auf die Seite. Komm. Und? Ah! Ah! Alles klar. War jetzt nichts Besonderes. Jetzt kommen wir zum Trick. So. Man sieht's nicht. Ja, das hat jetzt auf jeden Fall Wasser drin. Genau. Oh Gott. So. Also, sieht man's? Ist auf jeden Fall Wasser drin. Und jetzt? Jetzt brauchst du die Ohren nicht zuheben, glaube ich. Sollte zumindest funktionieren. Mach halt richtig. Ja, ist ja auch richtig. Schau mal, wir haben sogar unten so kleine Brandstellen. Ja? Hey, warum ist das jetzt so? Ist schon ganz schwarz und platzt nicht. Warum ist das so? Keine Ahnung, ich bin kein Experte. Also ich weiß warum. Also ich glaube es zu wissen. Warum? Das Wasser da drin sorgt dafür, dass sich die Wärme so schnell verteilt in das Wasser praktisch rein, dass der Gummi nicht so heiß wird, dass er platzen kann. Also richtiger hier. Dass er praktisch schmilzt, weil sich die Wärme dann so schnell verteilt. Richtiger Wissenschaftler. Genau. Den nächsten Trick, den wir dann machen, den kann ich allerdings nicht erklären. Seht ihr? Ja, jetzt sieht man es. Da ist ein Haar. Ja. Es sind alle drei Haare da unten irgendwo, aber das ist schwierig einzufangen. Definitiv untergegangen, oben schwimmt keins mehr. Sehen wir es von hier? Ja, da unten liegen sie am Boden, das heißt? Also meine Haare sind definitiv zu trocken, obwohl ich gestern geduscht habe. Vielleicht liegt es am Duschen. Bitte? Hast Feuchtigkeitsding drauf und so. Nee, ich habe nur Shampoo. Also für den nächsten Lifehack braucht ihr Seva. Eine Wasserflasche oder halt irgendeine Flasche, wo ein Getränk drin ist. Und ein Glas zur Sicherheit. So. Dann macht ihr das Teewasser nass, aber nicht zu viel. Also nicht das Ganze. Und dann legt ihr das hier so drauf. Und dann zieht ihr das hier so runter. Also abreißen? Ja. Einfach zu. So. Es muss halt auf jeden Fall schön zu sein. Und jetzt könnt ihr. Okay. Ja, und jetzt hältst du dich.
bis auf ein paar wenige Tropfen, aber normalerweise müsste die Flasche ja jetzt auslaufen. Also, cool, oder? Also, weil ich finde es eigentlich schon voll gut, weil normal würde alles auslaufen und so ein dünnes Ding haltet es halt einfach. Ja, wenn ihr, also ihr könnt es auch ausprobieren, wenn ihr Glück habt, kommt vielleicht gar nichts raus, weil das war bei meiner Mama so gewesen, aber es kann auch was rauszupfen, aber halb so schlimm, weil sonst würde eigentlich alles rauskommen. Aber ja, das war der Lifehack. Wie nennt man das? Der Vorführeffekt. So, für meinen Trick oder Lifehack braucht ihr einen Luftballon, eine Nadel und eine Handseife. Also kein Handschaum, sondern das muss so ein bisschen so durchsichtig. Ja, so. Ja, nee, ihr Seife schon, sein. Ich Flüssigseife. Wie? Ja. Wie schnell. Ich habe es noch nie getestet vorher. Bin jetzt echt gespannt. Also ich habe das in einem Video gesehen und habe gedacht, hey, wieso? Das kann ich mir jetzt eben nicht erklären. So, also was müsst ihr machen? Ihr schmiert da Handseife drauf. So eine Stelle hin. Jetzt platzt es. Kann sein. Ich, wie gesagt, ich wundere mir auch, dass das funktioniert hat. Okay. Also, so, und an der Stelle hier sieht man es. Da, wo es nass ist. Da kann man jetzt anscheinend eine Nadel reinstecken, ohne dass er platzt. Wahrscheinlich habe ich jetzt da gleich Handseife im Gesicht. Und? Fail! Wer hat der das gemacht? Das war ein Fail. Okay, Milay probiert es auch nochmal. Warum? Weil du so Angst hast vor platzenden Ballons. Oha! Ja, toll. Okay, ich probiere es auch. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir irgendwie Seife hier auf dem Tisch. Das hat es überall rumgeschmotzt hier. Okay, ich mach. Okay. So. Ihr müsst bedenken, ich habe so Angst vor platzenden Ballons. Das reicht, du darfst nicht so übertreiben. So, Moment, ich gehe noch mit der Kamera hin dann. Ich mache einfach so jetzt, okay? Nee, langsam. Aber ich habe Angst. Ich habe richtig gespürt, wie dieser Luftzug gekommen ist. So, also was die in der USA für eine Handseife haben, weiß ich nicht, aber mit unserer funktioniert es auf jeden Fall nicht hier. Vielleicht, weil sie antibakteriell ist. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal mit eurer Handseife zu Hause probieren, vielleicht geht's. Wie gesagt, den konnte ich mir auch nicht erklären, darum habe ich genau den auch rausgesucht, um live zu testen, ob es funktioniert. Fail. Meh. Das war's, meine Lieben. Probiert mal zu Hause vielleicht ein paar Sachen nach. Und dann könnt ihr bei uns kommentieren. Ob es bei euch funktioniert hat. Genau. Also, tschüss. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.